So, ein weiteres Video, ein weiteres Spiel. Diesmal sind wir beim Dreisprung. Wir trainieren immer noch für die Olympischen Spiele in Tokio 2020. Und nein, wir trainieren nicht, sondern Sonic trainiert. Und die nächste Disziplin ist der Dreisprung. Ich weiß nicht, wie es euch so gegangen ist. Leichtathletik habe ich im Schulsport immer noch am liebsten gemacht. Aber bei so Weitsprung, da war ich immer ganz, ganz schlecht. Mal gucken, wie sich Sonic so schlägt. Es gibt 2 Versuche insgesamt. Und ich glaube, ich habe schon, ich habe das schon mal erwähnt, dass wahrscheinlich die Fähigkeiten pro Charakter hier unterschiedlich sind. Und vielleicht sind manche Sachen oder manche Disziplinen für manchen Charakter nicht ganz so geeignet. Nämlich hier war ein Fehlversuch. Natürlich ist Sonic darüber nicht schon gerade sehr erfreut. Oh, Daisy auf Platz Nummer 1. Übrigens, ich weiß jetzt, wer Daisy ist. Vielen Dank für den erklärenden Kommentar. Ihr dürft immer wieder Sachen kommentieren. Was ist so euer Lieblingscharakter? Welches ist eure Lieblingsdisziplin? Wie war das bei euch so im Sport? Oder vielleicht habt ihr ja noch Sport. Manche studieren ja sogar Sport. Was ich total spannend finde. Das war auch ein Fehlversuch. Ich habe jetzt aber nicht richtig verstanden, was ich da falsch gemacht habe. Aber wie gesagt, es ist ja noch, wir sind ja noch im Training und normalerweise, so wie bei Splatoon auch, mache ich ja immer 3, in Klammer vielleicht auch noch eine vierte Zusatzrunde, aber hier im Training werde ich so lange das ausprobieren, bis es wenigstens einmal klappt. Auch hier. Ah, okay. Das ist dann, das gilt dann auch als Fehlversuch. Es ist so, es ist ja nicht der normale Weitsprung, es ist ja ein Dreisprung. Also man muss da dann irgendwie, wird dann der Abstand vorher auch irgendwie mitgezählt? Ich glaube hier, jetzt sehe ich es, ich bin deutlich über der blauen Linie. Jetzt, wo ich es im Nachhinein mir so angucke, sehe ich jetzt, was falsch gelaufen ist. Naja, kein Wunder. Das ist ja auch etwas, was so schnell gehen muss. Also man muss schnell sein, man muss rechtzeitig reagieren. Aber, liebe Leute, so ist es eben im Sport. Es ist ja nicht, soll ja nicht einfach sein. Ne? Also es soll ja schon eine Herausforderung sein. So, das ist der, ich habe es gar nicht mitgezählt, der 3. Versuch. Ja, und da sehe ich, jetzt sehe ich. Ich sehe, was ich falsch gemacht habe. Beziehungsweise, was Sonic falsch gemacht hat. Autsch, ja, das tut weh. Aber ich zeige euch jetzt eben alle Versuche. Wir gehen jetzt hier irgendwie Schritt für Schritt durch. Es ist auch so, es ist auch so, man muss eben A drücken, um Geschwindigkeit zu bekommen, also um zu rennen, um zu laufen. Und dann noch XY rechtzeitig drücken. Das ist halt nicht einfach. Aber wir trainieren ja. Eine kleine Info am Rande. Ich habe festgestellt, vor einer halben Stunde ungefähr, wenn ich das Video aufnehme, eine E-Mail bekommen von YouTube, dass ein weiteres Video Copyright geclaimed wurde. Und zwar sogar rot. Also rot bedeutet, das ganze Video ist komplett gesperrt. Also es ist nicht sichtbar. Das ist kein Strike. Also nichts für den Kanal jetzt von Belang. Aber es ist geclaimed und rot bedeutet, man kann das Video gar nicht mehr angucken. Jetzt fragt ihr euch, warum. Ich habe vor gut 2 Jahren Nightstreams gemacht, wo ich so Fantasy-Mystery-Spiele gestreamt habe. Also Ori und aber auch The Whispered World. Und Leute, The Whispered World ist wirklich ein wunderschönes Spiel. Aber da kommen jetzt nach Jahren, wirklich nach Jahren, war das jetzt ein richtiger? Ja, gut, weit vor der Linie abgesprungen, dann zählt's. Und nicht mal auf dem letzten Platz, jawohl. Na, also, nach Jahren kommen jetzt plötzlich Copyright-Ansprüche an ein Spiel, das wirklich schon deutlich die 10 Jahre überschritten hat. Und zwar, ich habe genau geguckt, ich habe gedacht, gut, vielleicht habe ich eine Melodie oder irgendwas manuell eingespielt. Nein. War das jetzt ein Fehlversuch? Nee, es war
wunderbar, jetzt läuft's. Nein, es war wirklich ein In-Game, eine In-Game-Melodie. Und zwar nicht nur so, dass es heißt, naja, ist geclaimed, Urheberrechtsanspruch, bla bla bla. Sondern, sogar auf Platz 1, ja, oh, na also, es geht doch. Nein, es ist wirklich gesperrt. Und es ist wirklich das komplette Video gesperrt. Also ein 2-Stunden-Video ist wegen 30 Sekunden komplett gesperrt. Jetzt ist es so, dass ich Folgendes gemacht habe, dass ich jetzt eben diese Stelle eben komplett stumm schalte, weil ich werde kein 2-Stunden-Video löschen oder so. Das Problem ist, das ist jetzt das zweite Mal, dass zu dem Spiel The Whispered World so ein Copyright-Claim kam. Also nicht nur ein Claim, sondern wirklich eine Sperrung. Das heißt, es könnten auch weitere Claims kommen. Jetzt überlege ich, ob ich die ganzen Whispered World Videos lösche oder ich habe keine Ahnung. Ich finde es eh eine Unverschämtheit. Ich habe die Theorie, dass irgendwelche windigen, möchte gern klugen Geschäftsleute hier im Nachhinein Melodien oder Musikinhalte aus alten Spielen jetzt für sich beanspruchen und das ins Content-ID-System einspeisen und jetzt versuchen, hier irgendwie Kohle zu machen. Das Problem ist, wenn das Video gesperrt ist, dann könnt ihr auch kein Geld machen, weil irgendwie, das ist irgendwie komisch. Also das ist eine ganz komische Kiste. Ich weiß, dass nämlich auch andere YouTuber The Whispered World gespielt haben. Gronkh zum Beispiel hat eine sehr lange Videoserie von The Whispered World gemacht. Und der hat doch bestimmt dieselben Probleme momentan. Also das ist wirklich eine Unverschämtheit, weil es ist wirklich ein unglaublich schönes Spiel. Und ich konnte es leider nicht zu Ende spielen, weil ich an einem Puzzle natürlich mal wieder hängen geblieben bin. Hatte aber den Plan, hey, ich könnte das mal wieder durchspielen und vielleicht als ganz langen Einteiler dann. Aber wenn es da so Probleme gibt, das ist wirklich, ich kann doch das Spiel selbst nicht stumm schalten. Das ist ja, weil in dem Spiel sind ja Dialoge drin und auch die Musik ist für die Atmosphäre. Das ist jetzt wirklich dumm. Und das macht jetzt auch total unsicher, weil was ist, wenn vielleicht aus anderen Spielen wie Ori oder auch Destroy All Humans oder das hier jetzt von Sonic, wenn da jetzt irgendwelche Probleme im Nachhinein kommen, das ist echt schwierig. Ich weiß momentan nicht, wie ich jetzt mit The Whispered World umgehen soll. Keine Ahnung. Habt ihr vielleicht da eine Idee? Ich weiß es nicht. Das ist echt schwierig. Die Alternative ist, dass ich sage, okay, ich nehme jetzt eben das, ich nehme jetzt eben die komplette Playlist von The Whispered World runter, stelle es auf privat oder ich lösche es, weil ich glaube, privat stellen bringt ja auch nicht viel und mache das alles nochmal neu und dann, wenn was kommt, einfach stumm schalten. Das ist wirklich ärgerlich. Genauso ärgerlich war das hier, weil Diskuswerfen habe ich noch nie richtig begriffen. Also sowohl im Echt selbst das zu machen, wie jetzt auch hier im Spiel. Dazu kommt dann noch, dass ich jetzt nicht weiß, mache ich was falsch oder liegt es an der Steuerung? Weil irgendwie, jetzt ist, wenn die Regenbogenfarben kommen, heißt ja, es ist perfekt, aber ich schmeiße es irgendwie immer gegen das Netz hier. Ja, das ist wirklich ärgerlich, weil ich habe ja noch überlegt, ob ich so Fantasy und Mystery und Horror Sachen auf dem Zweitkanal Mune mache oder ob ich das alles einfach hier mache. Da bin ich mir immer noch unsicher. Das hat ja auch noch ein bisschen Zeit, weil ich will das eher in der dunklen Jahreszeit in Anführungszeichen machen. Ja, ich bin da jetzt irgendwie ein bisschen ratlos. Weil wenn das mit The Whispered World so Probleme macht, das ist echt schade, weil das ist echt ein total schönes Spiel. Auch die Nachfolger, also die, es gibt ja auch Whispered World 2 und es gibt ja auch aus dem Produktionsstudio von The Whispered World, Deep Silver, Death Alic, ich kann es nicht aussprechen. Death Alic Entertainment, ich spreche das bestimmt falsch aus. Ich habe die Schachtel da gerade vor mir. Die haben ja auch andere so ganz tolle, diese Point-and-Click-Spiele und wenn das so Schwierigkeiten macht, das ist echt schade. Weil wenn es ein In-Game-Ding ist, dann ist es ja eine Melodie, wo die Spielemacher, eine Musik, wo die Spielemacher ja hatten. Also wie gesagt, ich kümmere mich darum,
momentan läuft die Verarbeitung immer noch von perfekter Wurf! Perfekt! Aber es war eine Trainingsphase und nicht der echte Wurf. Nein, der zählt nicht. Das ist doof. Oh, Menno. Ach, oh, Mann. Wie war das nochmal? Dabei sein ist alles. Hauptsache, hat Spaß. Aber ja, genießen wir Sonics tolle Pose hier. Und er hat auch bei jeder Disziplin ein anderes Shirt an. Und die roten Schuhe, die sind ja sowieso richtig genial. Also die finde ich richtig toll. Sonic ist super. Ich werde mehr Sonic-Spiele machen in Zukunft. Obwohl ich vor manchen Disziplinen halt einfach zu doof bin, wie hier jetzt diskutieren. Oder Sonic kann es nicht. Ja, vielleicht ist es ja auch der Charakter. Wie gesagt, ich weiß es noch nicht, wie ich das mache. Dass ich vielleicht sage, gut, jawohl, ja, wie viel, wie weit? Was sagt der Robot? 32 Meter. Ach ja, komm, Sonic, ärgere dich nicht. Du hast wenigstens mal einen Platz getroffen und nicht das Netz. Das ist doch auch was. Es ist halt irgendwie ein bisschen ärgerlich, dass immer nur gleich, immer erstmal Training ist. Ach doch, das ist jetzt schon der Wurf. Denk mal an die Ausführung an dein Training. Ja. Ja, toll. So viel wird das vielleicht wird das Thumbnail, ja. Was haben wir vorher? Dreisprung? Nee, das Diskus. Vom Diskuswerfen mache ich das Thumbnail, ja. Ja, das ist wirklich. Also, die Alternative wäre, ich mache das als streame Whispered World nicht. Ich mache es wirklich als kompletten Einteiler. Also, ich nehme es komplett auf, spiele es durch, nehme es komplett auf. Und wenn es 5 Stunden sind, weil so lange werde ich wahrscheinlich brauchen, und lade es dann komplett hoch. Vielleicht als so Stream aus der Konserve, wie ich es nenne. Als Nightstream in der Halloween-Zeit. Und wenn dann was kommt, lasse ich die Stellen einfach stumm schalten. Weil wenn jetzt, ich weiß ja gar nicht, wie viele einzelne Videos ich von Whispered World gemacht habe. Und wenn da jetzt im Laufe des nächsten halben Jahres immer wieder mal solche nervigen Sachen kommen, das ist dann schon doof. Steht an. Übrigens, das ist auch lustig, also während wir hier noch Sonic bei seinen Fehlversuchen zuschauen, erzähle ich dann noch etwas über The Whispered World. Und zwar waren die Videos auch entmonetarisiert, weil wegen Corona. Jetzt sagt ihr, hä, was? Ja, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber man darf Videos, wo Corona behandeln, oder das Thema Corona, also ich meine jetzt den Virus, die Krankheit und nicht das Bier, da durfte man keinen Profit mitmachen. Das war das jedenfalls oder ist es immer noch. Und dieser Algorithmus versteht aber nur das Wort Corona. Und in dem Spiel The Whispered World geht es um das Königreich Corona, weil an alle, die ein bisschen jünger sind unter uns, Corona ist nicht nur diese Krankheit, dieser Virus. Corona heißt ja auf Deutsch übersetzt Krone. Und die Corona nennt man zum Beispiel auch den Strahlenkranz um einen Stern. Und es gibt auch einen Star Trek Roman, wo Corona heißt. Und es gibt in dem Spiel The Whispered World ein Königreich Corona. Und wenn man das jetzt im Spiel erwähnt oder man schreibt es in den Titel, zack, Corona, öffentliche Information, bla bla bla. Also richtig Panne. Richtig Panne. Deswegen, das Whispered World wird nochmal ein extra Projekt, wie ich das dann mache. Aber ich will das auf jeden Fall komplett durchspielen, endlich mal, und dann mit euch auch teilen. Entweder auf diesem Kanal oder auf Moonwatcher. Ja, mal gucken. So, jetzt aber der Wurf. Komm, Sonic, wenigstens einen Diskus wirst du doch jetzt auf den Platz pfeffern können. Das kann doch nicht... Ja! Juhu! Na, endlich! Yes! So, das soll es dann auch vom Diskuswurf gewesen sein. Wir sehen uns beim nächsten Mod-Video wieder. Keep Supernova over and out. Und wir sehen uns beim Sportklettern.